Upsa, das war jetzt das falsche Fenster. So, und hier machen wir das genau das gleiche. Gehen wir bis da hinten hin. Gerade. Was ist jetzt mit dem Strom? Ja, jetzt ist richtig. Jetzt haben wir keinen mehr. Ach ja, hier müssten wir ja eigentlich auch ganz tolle Sperrwerke bauen können. Da muss man dann allerdings für hier ist doch eigentlich wahrscheinlich ganz toll für so ein Sperrwerk zu bauen. Ich muss das mal hier wegnehmen. Hier ist er doch unheimlich Gefälle. Steile Kante. Also wenn ich dann nochmal das Gelände hier kaufen könnte, geht das. Wann kriege ich dann überhaupt mein Wassersperrwerk? Gucken wir mal. Das kriege ich, wenn ich Wasserkraftwerk, wenn ich 8000 Einwohner habe. 8000 Einwohner. Einmal bei der übernächsten Steigerung da. Das heißt, dann könnte man hier mal überlegen, ob man nicht hier ein Wasserkraftwerk bauen könnte. Und das muss ja irrsinnig irrsinnig Zeugs bringen da. So, der Stau hat sich aufgelöst. Prima. Manchmal hilft ja eigentlich nur das Abwarten, ne? So, gehen wir mal runter auf 0. Machen hier nochmal so ein bisschen weiter. Hier nochmal so ein bisschen weiter. Dann machen wir mal hier. Können das dann wieder abreißen. Und bauen dann hier also Einbahnstraße das Ganze. Machen wir das vielleicht mit Bäumen oder was? Mal gucken. Warum sind wir denn jetzt da? Ist verkehrt rum. So. Wollen wir mal sehen, wie wir das mit den Bäumen dann machen. Vielleicht sieht das ja tatsächlich besser aus. Ja, besser aussieht es auf jeden Fall. Können wir hier auch vielleicht das Ganze als Einbahnstraße mit Bäumen. Nee. Da muss ich mit der linken Maustaste drücken. So. Sonst drehe ich hier die Richtung um. Das haben wir schon mal schön gemacht. Und jetzt hier nochmal mit der linken Maustaste drücken. Wenn wir dann da die Bushaltestellen hinpacken, dann sollte das ja auch dann funktionieren. So, wir haben jetzt genug Geld, um hier so einen Bustestbetrieb mal zu machen. Wenn wir hier nochmal die Fußgängerwege darüber bauen. So, da sind sie. 1, 2, 3. So, dann hier das gleiche. Und dann hier ein Weg nach unten hin. Und hier dann nochmal so einen schrägen hin. So, und dann bauen wir mal Bus und Feuerwehr. Denn die Feuerwehr muss hier separat für diese Buslinie zuständig sein, sonst geht das Ganze nicht. Und wir brauchen hier dann die Bushaltestelle oder das Busdepot. So, wie ist das dann mit dem Strom? Ja, das klappt. Und dann können wir schon mal die erste Buslinie bauen. Dann seht ihr mal, wie ich mir das dann vorstelle. Buslinie. Einfach mal eine Buslinie hier. Neue Linie hinzufügen.
Dann gucken wir mal, wie diese Buslinie angenommen wird. Ob es denn überhaupt Leute gibt, die da mitfahren wollen, das weiß ich ja nicht. Erstmal soll das ja nur zeigen, wie so eine Buslinie funktioniert. Es gibt in Holland tatsächlich, habe ich mal bei Google Street View gesehen, zufälligerweise, ich weiß es nicht mehr, welche Stadt das war, da gibt es tatsächlich so eine Buslinie, die auf separaten Straßen fährt. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ja, also diese Brücke wird auf jeden Fall schon mal benutzt. Das ist gut. Die Buslinie eher wahrscheinlich noch nicht. Denn... Oder? Doch, da stehen sie schon. Na, dann fahren wir doch mal eine Runde mit dem Bus mit. Na, halt mal an hier. Dann müssen wir das mal so machen. So. Fahren wir mal eine Runde mit dem Bus. Wir haben jetzt keine Passagiere. Und diese komische Straßenverbindung, so einmal gekreuzt, so quer, können wir auf einer richtigen Straße nicht machen. Aber da nicht so viele Busse unterwegs sein werden, funktioniert das natürlich ganz gut. Oh, hier stehen doch schon welche rum. So, da kommt wieder ein Bus. Ich wollte gerade sagen, was ist das für einer? Das war der thailändische Bus. Na, es fahren ja doch ein paar Leute mit. So, 11 steigen aus, 6 ein. Immerhin, also für diese eine Station 11 Leute. Wenn wir das dann nachher mal in dieses Gewerbegebiet verlängert haben... Und in das Industriegebiet. Und dann vielleicht mal so eine richtig große Ringlinie gebaut haben. Einmal ringsrum. So, da steigen alle 8 aus. Wunderbar, jetzt geht es hier wieder zurück. Jetzt nehmen wir wieder Leute mit. Es sind jetzt 5 eingestiegen. Ja, wie gesagt, im Moment ist das Ganze noch nicht sehr effektiv, ja. Aber das sollte auf jeden Fall funktioniert das mit der Linie, das wollte ich also nur wissen. Gehen wir mal raus. Und die Brücke wird auch schön von Fußgängern benutzt, sie dann von dem einen Wohngebiet ins andere hinein. Wollen. So, und dann können wir hier nämlich dann das Ganze umdrehen. Dann werden wir hier mal die Leitung verlegen. Vielleicht werden wir die Leitung sowieso dann hier am Flussufer zunächst mal entlang bauen. Hier dann mal so hin. Dann kann man nämlich dieses Zwischenstück wegreißen. Und auch dieses. Ah, da kann man nicht alles wegreißen. Auch hier nicht. Das heißt, wir werden mal hier jetzt hier mal anschließen. So. Dann könnte man den nämlich wegnehmen, weil der hier über diese Freizeiteinrichtungen Verbindung hat. Und das machen wir einfach mal so, dass wir dies
Ja, da haben wir ja hier die, auch die Verbindung. Also können wir auch das alles hier wegreißen. So, ne? Läuft noch alles, jawohl. Hier haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz gelassen als da hinten. Das ist aber alles kein Problem. So, was können wir denn bauen? Ölkraftwerk. Wir können das Kohlekraftwerk bauen. Das Ölkraftwerk macht natürlich auch Verschmutzung 35. Kohle macht Verschmutzung 50. Wir bleiben mal hier dabei. Der bringt natürlich 120 Megawatt. Das sind schon mal 6 von denen. 6 mal 12, 60.000. Naja, gut. So arg billig ist es ja dann doch auch nicht. So, als nächstes brauchen wir wieder alles Mögliche. Da brauchen wir hier mal eine Straße wieder hinlegen. Straße, so. Und dann hier wieder so eine Querstraße. Das heißt, wir werden auch hier wieder mit so einer Hochstraße rüberkommen. 1, 2, 3. Runtergehen. Hoch. So, dann machen wir hier wieder unsere Verbindung hin, reißen das ab. Dass das schön gleichmäßig wird, ne? Das ist wahrscheinlich zu dicht, oder? Ist der Ärztin gesagt? So, zu dicht. Also, nochmal. So, das ist das. Ja, das Ding ist ein bisschen schief, aber fällt nachher keinem mehr auf, glaube ich. So, dann wollen wir hier mal eine Fußgängerbrücke wieder hinbauen. Erstmal bauen wir allerdings hier diese Straße hin. Dann machen wir eine Kurve. Na, Kurve. So. Ja, passt. Dann kommt hier die nächste Haltestelle hin. Das ist dann für dieses Gewerbegebiet. Und dann sollte eigentlich auch der Busverkehr Tut mir leid, aber das ist mal wichtiger hier und dann kann man hier runtergehen.
So, da brauchen wir jetzt keine Brücke weiter, denn das geht... Erstmal ist ja das Gewerbe geht nur bis hier. Kann man allerdings dann weiterbauen. So, und dann werden wir hier hinten... die nächste Station hinsetzen.